Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo mit seinem Let's Play Europa Universalis 2. 4. Europa Universalis 2. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Wir sind gerade dabei, unser Force Limit draufzusetzen, soweit es geht, auf 61. Dazu brauchen wir 220 und eine 21er Armee. Machen wir daraus eine 21er Armee? Ja. Noch drei Kanonen dazu, dass wir 5000 Kanonen sind und noch zwei Kavallerie vielleicht, oder? Nein, hauptsächlich den wir machen, hauptsächlich. Wir machen nur noch Infanterie. So, wie schaut das mit dem Geld aus? Wo ist unsere Schuss 0,09? Sollen wir es wieder runterkaufen um 2? Jop. Der schöne Inflationstyp, der wäre ja cool gewesen. Achso, wir haben Pause, wieso das? Was? Transsilvanische Separatisten. Org. Vielleicht sollten wir wirklich mal schauen, wieder wo unsere Unruhen sind. Haben wir Unruhen? Bei uns im Land nirgends. Ah, verstehe. Wir haben da noch ein paar Dings. Wir haben ja auch ein paar Schiffe von denen gekriegt. Genies. So. Auf darüber wieder mit dir. Ungarn ist eine einzige Katastrophe, was Force betrifft. Können wir Geld von euch abziehen wieder? Der in debt, okay, die haben Schulden. Aber ja, finde ich gut. Zahlt sie mir unsere Kanonen. So, auf 5 Kanonen hier und da müssen wir auf 15 kommen. Und dann müssten wir eigentlich genauso viele Truppen haben, um diesen einen Auftrag zu erfüllen. Hopefully. Bescheuerte Ungarn. Könntet ihr bitte nicht revoltieren? So, wie kann ich mir das sehen? Wo in Ungarn Revolten entstehen? Kann ich das mir anschauen in irgendeiner Form? Hier vielleicht? Jop, da sehen wir auch die
ungarischen Separatisten nicht nur unsere. In Wirklichkeit gibt es eh nur ungarische. Ach Gott. So, Kivien. Maramarosch. Wo ist Maramarosch? Schau an. Der Herr Quart wird da hinkommen. Also ein bisschen stärker als der andere Typ. Okay, mit denen könnten wir wieder Granted Generalship. Na schau an. Wie schaut das aus mit unserer ja, minus 0,8 haben wir noch. Warten wir noch ein Stück Gel. Ein Stück Gel. To force limit. Noch nicht, oder wie? So, haben wir da einen Vor daneben, nur ein Level 1 Vor. Das heißt, ja, wir belagern das jetzt mal. So, wieso haben wir das noch nicht? Total Army Size at 100% of the Force Limit. Was haben wir an Force Limit? 62 und wir haben, ach Gott, wir müssen noch 1000 Marks bauen. Irgendwo. Ups. Na, warte mal. Das liegt daran, dass wir das so haben. So ist es besser. Gut, ich glaube, wir haben da Zeit ein bisschen. Okay, und wir können nochmal Diplomatic Technology nehmen, damit schließen wir dann wahrscheinlich auf den Rest der Welt auf. So, wie schaut das aus da? Das müsste sich jetzt dann ändern, dadurch, dass die Truppen da stehen, aber ich weiß nicht, ob wir minus 5 zustande kriegen mit unseren Truppen.
So, wie schaut es außerdem mit unserer Dings aus? Minus 0,5 noch. Na, fast. 4,09. Sollten den Krieg gegen die Osmanen starten, damit wir nachher die Allianz mit Kastilien brechen können. Was? This is a war that they have started. Teutonic Order is allied with Livonian Order, Riga and Muscovy. Ich will nicht in diesem Krieg sein. Ah. 4,19. Schafft ihr den Krieg alleine oder muss ich euch helfen? Ich glaube, die sind eh auch auf unserer Seite, oder? Wir sind auf unserer Seite, oder? Uff, Muscovy hat Dings, hat Novgorod schon erledigt. Auf das habe ich natürlich nicht geachtet, was da im Norden passiert ist. Finde ich gut, ja, danke Polen, hast du gut gemacht. Für diese zwei Wappler-Städte quasi alles angegriffen. Ich hasse euch. So, aber jetzt. Ha, Build Force Limit. Damit sind unsere Armeen besser und Expand Austria haben wir auch gleich. Das erhöht unseren Wert in Dings. Ausgezeichnet. Und Conquer New States haben wir auch gemacht. State Maintenance minus 25% Harsh Treatment. Ist mir zwar egal. Assemble an Army. 80.000 Mann. No, sei was. Also ich werde auf jeden Fall nicht mich beteiligen an dem Krieg. Das wisst ihr eh. Ich habe echt Besseres zu tun, als da oben mit zu hatschen. Ich würde das gerne auf Null bringen. Aber jetzt könnten wir zuerst einmal uns um das da kümmern. Rightful Ownership. Austria loses their claim on Istrien, cedes Istrien to Hungary. Echt jetzt? Hungary's opinion changed by plus 50. Ja, ist mir wurscht. So viel Liberty Desire haben die jetzt nicht, dass ich sagen würde, das ist schrecklich. Sie haben sogar noch immer Schulden. Discovered an agent.
Und wieder daher. Du bist auch daher. Passt. Und das wird sowieso von alleine umgewandelt wieder. Aber das ist cool, weil wir können jetzt da hier, warte mal, Bremen, Oldenburg, wir gehen mal da hier und mit euch gehen wir da hier. Dann greifen wir mal als nächstes Dithmarschen an. Occupied by Hamburg. Euch geht's ja wohl nicht gut. Bleib mal da. Mainz wäre irgendwie schön, wenn wir wieder auf unserer Seite kriegen würden. Nehmen wir hin. Wir haben plus 2 durch Legitimacy. Wenn wir noch mehr Prestige kriegen, wird uns das auch helfen, nehme ich mal an. Außerdem, solange unser Herrscher nicht stirbt, das wird er wahrscheinlich noch eine Weile nicht tun, immerhin ist er noch nicht so alt. Jetzt hätte ich Brandenburg angreifen können. Okay. Stade. Warte, 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 warte. Black flagged? Warum das? Ich bin doch noch immer im Krieg. Oh Gott. Oh, warte mal. Sind die möglicherweise nicht mit mir im Krieg oder wie? Doch, sind sie. Warte mal.
Fortschritt Mecklenburg. Mist, ich habe mir gedacht, das geht so locker flockig, aber scheinbar nicht. Bist du noch Black Flagged? Wie erkenne ich das? Ja, du bist noch Black Flagged, weil der ist ja auch schon da. Ausgezeichnet. Damit sollte sollten die Separatisten weniger werden. Sachsen nicht mehr lange. So, erste Truppe, tschüssi. Zweite Truppe. Innovative Ideen. Ah, die dritte brauchen wir unbedingt. Yes. Fugger Banking. Inflationsreduktion plus 0,05. Wundervoll. Ist das Hamburg? Du gehst mal nach Bremen.
brauchen wir eigentlich nicht erobern, sondern wir Habenburg erobern. So, okay, wir haben hier Diplomatic Reputation Guy. Den hätte ich ganz gerne. Allerdings geht billiger. Reduction. So, was kann der Minister da? Improve Relation. Schaut was an. Ist aber auch nicht gut. Diese Leute hier machen das mal. Nein, Protestanten. Buh. Die Age of Discovery endet in 121 Monaten. Das bedeutet, dass das da vorbeigeht. Oh, wir könnten eine Golden Era starten. Jahre lang. Plus 10% Morale of Armies. Morale of Navies. Minus 10% All Power Costs. Finde ich gut. Machen wir glatt. So, Stade war eh wichtig, dass wir es erobern, weil immerhin ist das das War Goal, dass wir das befreien. So, wie schaut unser Krieg mit Moskau aus? Schaut zumindest nicht schlecht aus, sagen wir es mal so. Er schaut, glaube ich, auch nicht besonders gut aus. Da haben wir zwei Provinzen verloren. Pleskau und Moskau. Oi. Ach, wie. Ja, genau, Böhmen. Wenn da oben rum, hast schon recht. Wahnsinnigen Vasallen helfen daraus im Kampf gegen die Deppen. Dann machen wir das aber auch so. Gut, dann haben wir gesagt, wir brauchen einen neuen Advisor. Relation, Trade Efficiency, Diplomatic Reputation, immer sehr recht, weil der kostet 4 im Monat. Okay, das hätten wir sogar. Nur das jetzige Geld haben wir mal nicht. Na gut, dann sparen wir mal auf den. Auch wenn er mal Halbpreis lieber gewesen wäre, aber was soll's.
Kann man nichts machen. So, außerdem haben wir gesagt, wir schauen nach, wo noch Unrest ist. Da haben wir noch 10%. Das ist aber bald weg. Dann haben wir 40% hier in Schewem und Dings, Zagreb und Dalmatien. Ich glaube, da können wir nicht wirklich viel machen. Aber das da könnten wir vielleicht mit den zwei Truppen, mit den 20, 21 Leuten das schaffen. Das sind die beiden. Huch. Echt jetzt? Dithmarschen hat das alles erobert. Und nichts Besseres zu tun. Woher kommen die überhaupt? 7000 Mann aus Dithmarschen. Na super. Idioten. Und pfeif auf die Rebellen da drüben. Kommen wir hierher zurück. So, warte mal. Oh, ein Haufen Leute gegen die Reform. Na gut, dann brauchen wir uns wenigstens darum nicht sorgen. Die mögen das alle nicht mehr. Weil wir so schlechte diplomatische Reputation haben. Nur deshalb. Na gut, dann ja, mit dir. Improve Relationship machen. So, ich werde außerdem für heute wieder aufhören. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Tag. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.